Es ist Sonntag, der 26. Juni und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in NFT. In der heutigen Sonderfolge habe ich wieder eine Podcast-Aufnahme und zwar mit Robert Schlunze. Robert ist bekannt dadurch, dass er mit Brösel an dem damaligen Zeichentrick Werner gearbeitet hat. Aber das war's nicht, denn er hat auch an dem kleinen Arschloch mitgearbeitet, war dort zuständig für den Kinofilm und mittlerweile ist er auch im NFT-Space angekommen. Wie er das gemacht hat, wie sein Werdegang aussah und was es mit dem NFT-Projekt Galactic Tavern auf sich hat, all das erfahrt ihr jetzt in der Folge. Also viel Spaß mit All-in NFT. Ja, wie vorhin vorgestellt, habe ich den lieben Robert Schlunze zu Gast. Robert, zuallererst die Frage, wie geht's dir? Hallo, ganz gut soweit. War aufregend die letzten Tage, aber alles super. Ja, glaube ich. Dazu kommen wir natürlich auf jeden Fall nochmal später, denn da gibt es auf jeden Fall was Spannendes zu berichten. Robert, du bist im NFT-Space mittlerweile angekommen. Zuallererst möchten wir aber natürlich wissen, wie es dazu gekommen ist. Wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit NFTs? Oder besser gesagt, wie sieht dein Werdegang aus, bevor du zu NFTs gekommen bist? Denn es gibt natürlich eine interessante Geschichte zu dir. Ich denke, die interessiert vor allem unsere deutschen Zuhörer. Deswegen fang doch mal einmal an. Wer ist Robert Schlunze? Was hat er bisher alles gemacht? Und wie kam dann nachher auch der Bezug zu NFTs zustande? Also, weil ich ja schon ein paar Tage älter bin, ist das natürlich eine lange Geschichte. Das sagt man nicht. Erfahren bist du. Für mich bist du nicht viel älter. Erfahren, oder? Ja, also ich habe in den Ende der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre als Comiczeichner angefangen in Deutschland und habe da schnell gemerkt, dass man als Comiczeichner ziemlich schwer seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und ich habe tatsächlich mein erster Profi-Comic-Job war für Mad Magazine, was ich sehr geil fand damals. Und dann habe ich sehr viel veröffentlicht in U-Comics und Kowalski. Das waren alles so Comic-Zeitschriften, die es so Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre gab. Und dann habe ich angefangen für Zeitschriften, Fernsehzeitungen und Cosmopolitan war dabei, Reader's Digest viel, für Zeitschriften Illustrationen zu machen. Das wurde deutlich besser bezahlt und da konnte ich dann als Profi sozusagen meinen Lebensunterhalt damit verdienen. Das war halt auch noch eine ganz andere Zeit damals. Und von da kam ich dann erstmal eigentlich nochmal wieder zurück zum Comic. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte, weil ich wollte, das war eins meiner Ziele, ich wollte Deutschlands berühmtester Comiczeichner werden. Ah, okay, oh, das ist aber sehr ambitioniert gewesen, oder? Ja, ambitioniert war ich immer schon. Ich habe es definitiv nicht geschafft, Deutschlands berühmtester Comiczeichner zu werden. Ja. Was ich aber tatsächlich geschafft habe, war, dass ich mit Deutschlands berühmtesten Comiczeichner zusammengearbeitet habe. Und das war zu der Zeit und ist fast heutzutage immer noch, war das Brösel, der die Werner-Comics gemacht hat. Und ich habe mit Brösel zusammen ein Buch gemacht, das achte Werner-Buch, Wer bremst, hat Angst. Und da saß ich neben dem berühmtesten deutschen Comiczeichner und habe gedacht, so nah dran, verdammt. Zwar nicht selber, aber trotzdem daneben, so gefühlt. Ne? Also ich habe ja was dafür getan, dass ich da hinkam. Ne? Der hat mich ja nicht umsonst angerufen, sondern ich hatte mir ja schon ein bisschen so ein Renommee aufgebaut. Irgendwie und der war halt sehr unter Druck, weil er ein Buch fertigstellen musste und da gab es noch einen weiteren Zeichner, der ihm geholfen hat und der hat mich dann empfohlen. Der hat gesagt, wir brauchen noch einen mehr und er hat gesagt, er kennt einen, der Profi ist und Stile adaptieren kann und so. Und über diese Verbindung bin ich dann zum Trickfilm gekommen, weil das war gerade in der Zeit, als der zweite Werner-Film vorbereitet wurde. Und das war mein Einstieg ins Trickfilmgeschäft, weil ich der Typ war, der mit Brösel gearbeitet hat. Kannst du da nochmal gerade so den Zeitraum sagen? Wann war das so ungefähr? Das war Anfang der 90er. Das war so 94 war das, glaube ich. 94. Okay. Ich glaube, da habe ich dann so langsam angefangen, die ersten Werner-Filme vielleicht wahrzunehmen. Ja. Ich habe im zweiten Werner-Film und im dritten Werner-Film habe ich selber auch gesprochen, weil das auch noch so ein bisschen so eine Ambition von mir ist,
witzige Stimmen zu machen. So als Synchronsprecher, war das die zweite Karriere dann? Ja, eine Karriere war es nicht, aber es war, was ich halt einfach gemacht habe. Stelle ich mir ganz cool vor, das hatte ich auch mal immer, weil ich habe auch immer so im Hinterkopf bei gerade renommierten Schauspielern und man hört immer wieder diese Stimme im Hinterkopf, verbindet damit auch sehr viel, ne? Gerade so, wenn Stars aus Amerika im Deutschen synchronisiert werden, viele mögen das ja nicht und hören sich dann lieber die anderen Stimmen an. Bei mir ist das irgendwie genau umgekehrt. Ich mag ziemlich gerne diese Synchronstimmen und wer so dahinter das Gesicht ist, weiß ich gar nicht. Aber dann die Verbindung bei dir dann mit so einer Werner-Karikatur stelle ich mir auf jeden Fall witzig vor. Also das glaube ich schon, dass das ziemlich viel Spaß machen kann. Also das war sehr lustig. Ja. Vor allen Dingen, weil die Werner-Filme, kann man drüber denken, was man will. Ich finde jetzt keinen wirklich super gut, aber die Hörspiele dazu sozusagen, also das hat Brösel immer gesagt, das sind tolle Einzeller-Hörspiele, weil wir das ja damals so gemacht haben, wir haben ja, die Werner-Filme sind ja auf Deutsch produziert worden. Das heißt, wir sind als Sprecher ins Studio gegangen und haben das aufgenommen und danach erst wurde das Bild dazu gemacht. Das heißt, die Animation kam sozusagen auf den Ton. Das ist ja, wenn man jetzt englischsprachige Filme synchronisiert, ist das ja andersrum. Da muss man ja dann als Sprecher auf die Figur reagieren. Aber das hatten wir nicht. Also wir haben einfach unseren Blödsinn da rausgehauen irgendwie und zustande gekommen ist dann erstmal halt ein wirkliches beklopptes Einzellerhörspiel. Das war schon sehr, sehr cool. Ich habe da noch in ein paar kleinen anderen Filmen gesprochen, aber es war jetzt nicht so, dass das eine angestrebte Karriere war, sondern es war ein bisschen so, ich bin so ein kleiner Geltungsdrängler und wenn ich mich irgendwo in den Vordergrund drängeln kann, dann mache ich das immer gerne. War halt ja, cool. Das ist ja mal ehrlich, ne? Also, das ist ja so eine Eigenschaft, wo man sagt, so muss jetzt nicht unbedingt vom Vorteil sein, ne? Aber ich finde das auf jeden Fall ehrlich und auf jeden Fall eine schöne Sache, dass das auch mal einer so sagt. Also ganz cool. Auf jeden Fall auch eine schöne Erfahrung muss das gewesen sein, ne? Und dann, wie ging es weiter? Also, dann ging es so weiter, dass ich im Trickfilm habe ich quasi alles gemacht. Also, ich habe hauptsächlich in der Vorproduktion, also Pre-Production nennt man das, gearbeitet. Das heißt, ich habe sozusagen in der Planung des Films mitgearbeitet. Was ich nie gemacht habe, und das ist so ziemlich das Einzige, was ich im Trickfilm nicht gemacht habe, ist Animation selbst. Also ich habe nie die Figuren so gezeichnet, wie man sie dann im Film sieht. Also ich habe Storyboards gemacht, ich habe Character Design gemacht, ich habe Art Direction gemacht, ich habe Regie gemacht für mehrere Fernsehserien auch, war als künstlerischer Berater an Kinofilmen dabei. Ich war Character Design Supervisor an einem großen internationalen Film, Another Day of Life und so. Also da gab es so ein paar, gab so einige Sachen. Das war aber immer so on-off. Also ich habe jetzt nicht 30 Jahre lang für das gleiche Studio kontinuierlich an Trickfilmen gearbeitet, sondern zwischendurch hatte ich eine Zeit, wo ich zum Beispiel sehr viel Merchandising-Sachen gemacht habe, anfänglich für Werner. Das war halt auch so ein Ding, das kam dann dadurch, dass ich mir das Vertrauen von Brösel erarbeitet habe und er selber aber keinen Bock hatte, Kaffeetassen zu gestalten, brauchten die dann halt jemanden, der einen Werner mit seinem Motorrad für die Kaffeetasse macht. Das habe ich dann immer gemacht. Und da hat sich dann über die gleiche Firma was ergeben. Da habe ich dann, also Werner ist ja eher so ein deutsches Thema, das ist dann eher nur in Deutschland bekannt, aber dann habe ich eine lange Zeit Merchandising-Produkte für Harry Potter gestaltet. Das ist dann schon international bekannter, das Thema. Wie kam das denn zustande? Weil das ja dann doch eher international ist und also wie ist man da auf dich gekommen? Also wie kam das? Weil das war über diese Firma, für die ich die Werner-Sachen gemacht habe. Ja. Die haben die Lizenzen für deutsche Harry Potter Merchandising-Produkte gehabt. Und die brauchen jemanden, der Ahnung hat. Und da haben sie mich rangeholt. Irgendwie. Und ich habe dann da quasi mit dem gleichen Team, mit dem ich die Werner-Sachen gemacht habe, haben wir dann Harry Potter gemacht. Mit etwas besserer Bezahlung noch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Waren das dann auch halt ja Kaffeetassen oder was war dann alles davon, was von Harry Potter in Deutschland dann zur Verfügung gestellt wurde und du also machen konntest? Anders als bei den Werner-Merchandising-Sachen, wo ich selber gezeichnet habe, bei Harry Potter war ich eigentlich eher Grafiker.
Also ich musste mit der Artwork, weil das war damals schon alles in fester Hand von Warner Brothers, und ich musste mit der vorgegebenen Artwork, die auf der ganzen Welt gleich war, sozusagen, die Produkte gestalten. Das waren halt dann unterschiedliche Produkte. Es waren zum Beispiel, wir haben sehr viel so für den Stationary-Bereich, also so Schulbedarf gemacht, irgendwelche Sammelmappen, Radiergummis, Federmäppchen. Dann kann ich dir sagen, ich habe das unterstützt, denn ich hatte ein Federmäppchen mit Harry Potter Logo, das weiß ich. Das hatte ich. Schön, da hatte ich ja doch schon mal Kontakt mit dir früher. Das kann sehr gut sein. Ja. Ja, das war dann so dieses Ding, und dann, wie gesagt, kam ich immer wieder rein, raus bei Trickfilmen, wenn es was zu tun gab. 2011 habe ich Regie gemacht für Prinzessin Lillifee, die TV-Serie. Jetzt in den letzten Jahren, also bis 2019, habe ich, oder 2018 war das, weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist so, alles schon so lange her. Ja, schon wieder 4 Jahre her, stimmt. Da habe ich dann an Kinofilmen mitgearbeitet und so. Aber wie gesagt, zwischendurch immer mal wieder als freier Illustrator für irgendwelche Illustrationen, Zeitschriften und sonst irgendwie was. Und also das ist sozusagen meine künstlerische Vergangenheit. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, weil ich ja traditioneller mit Bleistift auf Papier Arbeiter bin. Habe ich vor ein paar Jahren angefangen, mich mit 3D auseinanderzusetzen. Das hatte ich tatsächlich Anfang der 2000er schon mal machen wollen, und habe mir da auch dann so ein 3D-Programm, also es war zu einer Zeit, da hat eine Lizenz für Maya noch $20,000 gekostet. Und das war mir ein bisschen zu viel, weil ich ja nicht wusste, wie ich da reinkomme und so. Und außerdem hatte ich damals mein Büro, also das war in der Zeit, wo ich die Harry Potter Sachen gemacht habe, da hatte ich ein eigenes Büro innerhalb einer Trickfilmfirma. Der damalige Chef war ein Freund von mir, der hat mir einen Raum vermietet sozusagen, wo ich mein Büro drin hatte. Und dann habe ich angefangen in 3D so ein bisschen was zu machen und hatte aber sozusagen im Haus die Profis sitzen, die 3D Film- und Fernsehproduktionen gemacht haben. Und da habe ich irgendwie gedacht, da komme ich nie hin, irgendwie, das schaffe ich nie. Und es war halt zu der Zeit auch noch so, dass ein 3D-Programm eben nicht nur künstlerische Ansprüche hatte, sondern sehr, sehr hohe Ansprüche an, ja, ich sag mal, Informatikerwissen irgendwie, ne? Und das war mir einfach zu kompliziert. Da habe ich dann irgendwann gesagt, so, ach nee, das ist nicht meins irgendwie, ich bleibe bei meinem Zeichnen da. Da weiß ich, was ich habe. Und in den letzten Jahren war das aber so, dass ich gemerkt habe, da geht gar nichts mehr, weil so wie ich mal angefangen habe, Trickfilme zu machen, so macht man das heute nicht mehr. Also ich kann mich erinnern, als ich nach Hamburg gekommen bin, ich sage immer gerne, ich bin fürs kleine Arschloch nach Hamburg gekommen, weil ich weiß nicht, ob du das kennst von Walter. Ja, ich hab's gesehen, ich weiß gar nicht, die letzten ein, zwei Tage habe ich auch irgendwas darüber gelesen, so das kleine Arschloch halt, ne? Und ich habe den Film aber auch mehrmals gesehen, also ich kenne es auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja. Ja, da habe ich Layouts gemacht am kleinen Arschloch. Das war halt auch so, da habe ich zu der Zeit noch in Berlin gelebt, und dann kriegte ich einen Anruf von dem Studiochef hier von der Trick Company, der mir sagte, sie bräuchten Hilfe im Layout fürs kleine Arschloch und ob ich Lust hätte, für 3-4 Wochen nach Hamburg zu kommen. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen und kam dann in dieses für mich nicht ganz neue, aber ich hatte da noch nicht gearbeitet bei der Trick Company. Ich war in einer Berliner Trickfilmfirma ein Jahr lang. Und dann kam ich nach Hamburg und das war nochmal einen drauf. Da habe ich die coolsten Leute kennengelernt. Das war Anfang der 90er Jahre. Also es war 95, 96 ist das gewesen. Und wie gesagt, also 94 habe ich in Berlin angefangen und 95, 96 war ich dann hier in Hamburg quasi so als Gast für das kleine Arschloch. Und habe da Leute kennengelernt, die bis heute immer noch gute Freunde von mir sind. Und das war einfach eine wilde Zeit. Das hat so einen Spaß gemacht. Wir haben bei dem Film damals, beim kleinen Arschloch, haben wir 3,5 Millionen Kinozuschauer gehabt. Das ist eine Zahl, die ist heute unvorstellbar für einen deutschen Trickfilm. So viele gehen nicht mehr ins Kino. Aus welchem Grund auch immer. Ich glaube nicht, dass die Filme damals so viel besser waren. Es war aber eine andere Zeit irgendwie. Ja, du hast halt die ganzen Streaming-Dienste und so halt noch nicht gehabt, ne? Das war halt das heutzutage, ne? Ja, ganz genau.
Und das war eine richtige Goldgräberzeit irgendwie. Und es hat mir so gut gefallen bei der Trick Company, dass ich da gefragt habe, wie das aussehen würde, wenn ich in Hamburg bin. Und da haben die zu mir gesagt, also solange die da was zu tun haben, habe ich da immer einen Job. Dann habe ich meine Klamotten gepackt und bin aus Berlin weggegangen, bin nach Hamburg gezogen und habe dann halt seit irgendwie Mitte 96 oder sowas oder Anfang 97 lebe ich in Hamburg und habe da dann, wie gesagt, auch immer mal wieder was anderes zwischendurch gemacht. Also ich war immer Freiberufler, ich war nie irgendwo angestellt. Nennt man ja heutzutage Freelancer, ne? Freelancer. Freelancer, ja. Und Freelancer, nie was anderes getan. Ja, ja. Naja, und wie gesagt, also jetzt habe ich dann in den letzten Jahren angefangen, mich dann doch mit 3D zu beschäftigen. Vor allen Dingen, weil es dieses Programm, ich weiß nicht, wie bekannt das ist in der Community, Blender, das ist so ein Open Source 3D-Programm, was extrem gut ist. Also ich habe jetzt, der letzte Job, den ich in den letzten 9 Monaten gemacht habe, war 3D-Storyboarding für eine TV-Serie. Und das habe ich komplett in Blender gemacht alles. Und das war tatsächlich ein bisschen so mein Vorschlag. Also die wollten eigentlich so eine Mischung aus 3D- und 2D-Storyboard haben, wo man sozusagen 3D-Räume hat und dann 2D gezeichnet die Figuren da reinsetzt. Und das war dann meine Anregung, dass ich gesagt habe, warum nehmen wir nicht auch gleich 3D-Figuren? Dann können wir mit der Kamera uns ganz frei im Raum bewegen. Und da habe ich mit dem Storyboard-Supervisor, der auch tatsächlich einer ist, den ich auch schon seit 20 Jahren kenne, mit dem habe ich da so das Konzept aufgebaut. Und die waren total begeistert, weil wir anders als traditionell beim Trickfilm konnten wir die Szenen quasi inszenieren wie auf einer Bühne. Ja, man konnte also die Handlung inszenieren, so wie sie passieren soll, und konnte die Kamera anschließend setzen. Also das ist eine ganz andere Art. Normalerweise macht man ein Storyboard im Trickfilm so, dass man mit einem Bildausschnitt anfängt und in dieses Bild zeichnet man, was in der Szene passiert. Und dann zeichnest du das nächste Bild und zeichnest, was da passiert. Das heißt, du guckst immer durch die Kamera als Storyboarder. Ne? Und in diesem neuen Ansatz, das 3D zu haben, wie ein Theaterregisseur auf der Bühne, die Figuren das machen zu lassen, was sie machen sollen, und dann erst die Kamera zu nehmen und zu sagen, ich gucke von hier da drauf oder ich gucke hier hin, ich schneide dazwischen oder so, ist eine komplett neue Herangehensweise und gibt einem totale Freiheit. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also das ist meines Wissens nach das erste Mal, dass sowas professionell gemacht wurde in der Produktion. Und ich sehe das als die totale Zukunft, weil man eben auch ganz schnell reagieren kann, weil der Regisseur, also das ist immer so eine sehr mühsame Sache, wenn man Storyboards macht und der Regisseur will dann aber was anders haben. Ne, wenn du hast dann deine Reihe an Panels gezeichnet und dann sagt der Regisseur, ich möchte aber lieber, dass die Kamera ein bisschen höher sitzt oder ein bisschen tiefer, ich möchte es aus dem Blickwinkel sehen oder so, dann kannst du nochmal von vorne anfangen, musst alles neu machen. Während wenn man das so macht, wie wir das eben bei dieser Fernsehserie gemacht haben, dann versetzt du einfach nur die Kamera. Und dann sagen, hier kannst du sozusagen in Echtzeit die Kamera versetzen. So. Naja, das waren halt so die Sachen, die sozusagen mein künstlerischer Werdegang, meine Entwicklung sind. Und dann, jetzt kommen wir ja auf die Frage, die Leute eigentlich interessiert. Wie bin ich denn? Ja, ich glaube gar nicht so, dass das nur jetzt die Leute interessiert, sondern ich fand das, was du gerade schon über dich erzählt hast, schon mega interessant. Also ganz ehrlich, von angefangen, wie du schon, also du hast ja wirklich. Also wir reden ja hier, wenn wir jetzt gleich auf das Thema NFT kommen, ja mit Web3 und was sich da gerade alles so entwickelt und so auch mit Zukunftstechnologie, und du bist ja wirklich so schon gefühlt vor dem Web1 oder am Web1 ja schon da gewesen, hast angefangen mit dem Bleistift zu zeichnen, wirklich so wie man es ja sich, wenn man an Zeichnen denkt, ja so vorstellt, hast dann ja selber gesagt, dass du erstmal was gebraucht hast, bis du ja dich mit neuen Sachen anfreunden konntest, wolltest das erst gar nicht so wahrhaben, hast dich aber dann doch schnell dazu entschieden, irgendwann das doch machen zu müssen, weil es nicht mehr anders geht. Ja. Und bist halt tatsächlich jetzt schon mit der neuen Technologie schon dran, ne? Das stimmt. Also tatsächlich ist es so, dieser Schritt in die 3D-Welt, der hat bei mir gedauert. Ansonsten habe ich mich der Technik tatsächlich nicht verschlossen. Also ich war einer der ersten in Hamburg
einer der ersten Trickfilmer, die so ein Wacom-Tablet benutzt haben, also wo man direkt auf den Screen gezeichnet hat. Weil ganz früher hatte man immer so ein Graphic-Tablet und hat dann irgendwie da auf den Monitor geguckt und hier unten irgendwie mit dem Stift rum gemacht. Ich war aber auch, ich war tatsächlich auch schon sehr, sehr früh dabei. Also meine erste Photoshop-Version war Photoshop 2.0 sozusagen. Also Photoshop 2. Das war irgendwie 93 oder sowas. Da habe ich schon in so einer Multimedia-Agentur gearbeitet und habe so ein paar Sachen gemacht und hatte da schon Photoshop. Also da bin ich dann eher, bin ich eher schon ein Dinosaurier in dem, auf dem. Ja, yeah, okay. Und auch als ich da diese Werner Merchandising-Sachen gemacht habe, habe ich das, die haben alle noch mit Copic-Markern die Sachen bunt gemacht und dann wurde das gescannt und ich habe das gleich am Rechner gemacht. Ich habe gesagt, das ist schneller und produktiver natürlich auch, weil da ging es ja auch, das war ja nicht nur Kunst, das war ja auch Kommerz und da ging es natürlich auch um Schnelligkeit. Ja, ja, klar, klar. Natürlich viel einfacher, dass ich gesagt habe, ich habe das damals tatsächlich noch so gemacht, ich habe die Zeichnung ganz klassisch mit der Hand gemacht, eine Bleistiftskizze, die ich dann getuscht habe und die habe ich dann eingescannt, aber das, was dann mit Farbe kam, das habe ich dann am Rechner mit Photoshop gemacht. Hast du das Gefühl, dass früher vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Qualität anstatt Quantität gelegt wurde und dass das heute alles viel schneller gehen muss und möglicherweise dadurch auch die Qualität ein bisschen leidet? Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, früher war alles besser. Also früher war definitiv alles anders. Hm. Ich finde schon, dass früher alles besser war. Das hat aber einen einzigen Grund. Ich war früher jung und deswegen war alles besser. ansonsten denke ich, das hat alles so seine Zeit. Also ich glaube, es ist schon so, dass heutzutage der Druck ein ganz anderer ist. Also wenn ich nochmal auf das kleine Arschloch zu sprechen komme, ne? Das war tatsächlich der letzte Film in Europa, der noch mit Kamera gemacht wurde. Das heißt, man hat ja heutzutage wird halt alles, ist alles sofort im Rechner. Du hast den Schnitt im Computer, du hast vor dem Schnitt hast du natürlich, oder nach dem Schnitt hast du dann solche Sachen wie das Grading und so, also Farbbearbeitung und so. Das passiert alles auf dem Rechner. Beim kleinen Arschloch und bei den Produktionen, an denen ich vorher gearbeitet habe, war das so, man hatte einen riesigen Tisch und darauf hat man eine bunte Pappe gelegt, da war der Hintergrund drauf gemalt. Und dann hat man eine durchsichtige Folie genommen, wo die Figur drauf war. Und das hat man übereinander gelegt, dann hat der Kameramann Klick gemacht, weißt du? Und dann wurde die nächste Folie draufgelegt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Genau. Aber das war, also das ist wirklich noch so quasi ein analoges Arbeiten gewesen. Ja. Und das habe ich mitgekriegt. Und ich war auch im Raum, als das gemacht wurde, weil das hat uns immer interessiert. Außerdem war der Kameramann damals ein guter Freund und wir durften bei ihm rauchen. Und solche Sachen haben wir damals alles gemacht. Und das war schon geil, so zu produzieren. Wenn du heute, also jetzt, wenn ich das sozusagen in Vergleich stelle zu der letzten, nicht jetzt an dieser TV-Produktion, an der ich gearbeitet habe, da habe ich nämlich das gemacht, was die meisten Leute in den letzten Jahren zwangsläufig gemacht haben. Da habe ich im Homeoffice gearbeitet. Das heißt, ich habe meine Arbeitskollegen so gesehen, wie ich dich jetzt sehe, über den Monitor und habe das alles bei mir zu Hause gemacht. Wir haben das über einen Server ausgetauscht und so. 2018, 2019, als ich an dem Kinofilm gearbeitet habe, war das schon eine ganz andere Herangehensweise. Also es war, da gab es auch einen anderen Druck, einen anderen Output, viel weniger Zeit, um solche Sachen zu machen, wie Ideen zu entwickeln. Also wir haben im wahrsten Sinne des Wortes quasi angefangen, den Film zu produzieren. Da war das Drehbuch noch nicht fertig. Wir haben immer noch irgendwie am Drehbuch rumgeschrieben, während wir schon in der Produktion waren. Und das waren so Sachen, wo ich das Gefühl habe, das war früher anders. Früher gab es eine Development-Phase, wo man die ganzen Sachen entwickelt hat, wo man die Characters entwickelt hat, wo man das Set-Design entwickelt hat. Und dann hat man angefangen mit Storyboard und man hat Tests gemacht. Sowohl für Werner als auch fürs kleine Arschloch wurden erstmal wahnsinnig viele Tests gemacht, weil beide Figuren sind ja, ich weiß wie gesagt jetzt nicht, wie vertraut die Hörer und Zuschauer damit sind, aber beide Figuren sind ja sehr simple 2D-Krickel-Krackel-Gestalten, sage ich mal. Mhm. Und sowas filmisch umzusetzen ist schwierig. Weil das natürlich dieses Flair haben soll, ne? Und gerade beim kleinen Arschloch hat man sehr viel offene Linien. Und
das war zumindest damals, als eben noch die Animation auf eine transparente Cell kopiert wurde und da koloriert wurde, war das ein bisschen schwierig mit den offenen Linien. So, ne? Und da musste man im Design dran arbeiten, um zu gucken, wie kriegt man das hin, dass die Figur animierbar ist. Und dann musste man Tests machen, um zu sehen, funktioniert das so und so. Also das war eine andere Zeit mit deutlich mehr Liebe zum Detail, würde ich mal sagen. Ich schließe aber nicht aus, dass es sowas heute auch noch gibt. Also wenn man nach Spanien guckt, da in das Studio, die Klaus gemacht haben. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Das ist ein, nee, das sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Ist so ein Weihnachtsfilm, der ist, glaube ich, vor 3 Jahren oder sowas kam der auf Netflix. Und das ist so eine europäische Produktion, die vom künstlerischen Anspruch einfach alles weggeblasen hat, was je da war. Das war so liebevoll gemacht. Das war so toll gemacht irgendwie. Und da wäre ich gern dabei gewesen. War ich aber nicht. Ich kenne aber welche, die da mit dran gearbeitet haben. Also deswegen würde ich nicht sagen, sowas gibt es heute nicht mehr. Ja, ja, ja. Aber es ist natürlich schon so, es ist wie mit allem. Es ist immer alles schneller, höher, weiter. Die Budgets werden immer kleiner. Also man kriegt weniger Geld und muss aber viel mehr leisten. Ja. Irgendwie, das ist das Interessante. Und so verändern sich die Sachen halt. Ne? Und man muss da gucken. Also das war für mich ganz klar so ein Ding, dass ich gesagt habe, so wie ich über die letzten 30 Jahre sozusagen Trickfilm erlebt habe und selber dran mitgearbeitet habe, so wird es nicht weitergehen. Mal abgesehen davon, dass ich nicht noch weitere 30 Jahre arbeiten möchte, aber ein bisschen was muss ich schon noch tun. Mhm. Und ich wusste aber auch, da muss was anderes kommen. Da kommt was anderes, ja. Diese 3D-Sache allein schon, um das Verständnis zu haben, wie man in den 3D-Räumen agieren kann, wie man da inszenieren kann und so. Also ich bin ja jemand, der eigentlich immer von der Geschichte kommt. Das war auch noch so ein Ding, dass ich Trickfilm natürlich nur deshalb angefangen habe, weil ich, oder beziehungsweise mit Comics angefangen habe, weil ich meine eigenen Geschichten erzählen wollte. Und Anfang der 80er Jahre, da hat noch nicht wie heute jeder seine HD-Kamera in der Tasche gehabt, sondern da war eine Kamera quasi unerreichbar. Ja klar, und du musstest dann quasi die Geschichten erzählen und dann das Comic dazu machen, weil sonst hatte keiner... Dann habe ich das einfach aufgezeichnet, weil ich mir keine Kameras leisten konnte. Ich habe das gestern erzählt, als wir auch sowas gemacht haben, dass Star Wars, wo wir dann jetzt auch, wenn wir auf die Galactic Tavern kommen, was wir ja irgendwann mal machen sollten. Ja. Star Wars war zum Beispiel für mich ein extrem großer Einfluss. Der erste Star Wars Film, Episode 4. Episode 4, ich wollte gerade sagen, ja. Der kam ja 1978 in Deutschland ins Kino. Und da war ich, lass mich überlegen, ich war 14 noch. Also bin Bis jetzt hatten wir dein Alter nicht. Jetzt können die Leute anfangen zu rechnen. Jetzt ist es raus. Da habe ich gar kein Problem mit. Ja. 63er Baujahr. Ah, mein Papa auch. Ja. Okay. Ja, und jedenfalls, als der Film 78 in Deutschland ins Kino kam, bin ich in der ersten Woche 7-mal im Kino gewesen. Ich habe mir den jeden Tag angeguckt, weil ich so begeistert war davon. Und das war so ein Grundstein. Es gibt noch einen zweiten Film, den ich als genauso wichtig erachte. Die teilen sich sozusagen Platz 1 in meinem Ranking von wichtigster Film aller Zeiten. Ja. Der andere ist King Kong von 1933. Das war so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, so ein Abenteuer möchte ich auch erzählen. Nicht selber erleben unbedingt, aber ich möchte sowas erzählen. Ja. Diese beiden Filme haben mich total geprägt und haben so mein Verständnis von Storytelling und von Fantasiewelt und von Eskapismus, was es ja natürlich ist, haben sie mich extrem geprägt. Wow. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dadurch, dass du so viel schon erlebt hast, war das jetzt auch einfach einen größeren Spann, den du über dich als Person vorstellen konntest. Und ich finde das gar nicht von Nachteil, im Gegenteil. Ich fand es super schön, das jetzt mal zu hören und auch ja einfach aufzuschnappen und auch mal deine Sichtweise hinzu. Dann kommen wir aber, würde ich jetzt mal sagen, und ich glaube, das passt auch von der Timeline jetzt, dass du uns einfach mal erzählst, wie du, weil wir ja hier auch in einem NFT-Podcast sind, wie du dann auf das Thema NFTs gekommen bist und dich mittlerweile ja damit auch beschäftigst und ja auch das erste NFT-Projekt ja mitgelauncht hast, ne? Oder möglicherweise auch schon mehrere. Ja, also ich bin tatsächlich
über eine persönliche Verbindung zu den NFTs gekommen. Also ich hatte davon schon mal gehört. Und es hat mich natürlich auch interessiert als Kreativer und als Artist und tatsächlich auch ganz simpel diese Sache, dass man als Künstler damit Geld verdienen kann. Ne? Weil das ist als Freelancer immer ein Thema. Irgendwie. Wann hast du das erste Mal von NFTs gehört? Ja, das ist schon, ich denke so, das war so Anfang letzten Jahres. Hat okay. ein Freund mir davon erzählt, ein Bekannter, der hat mir dann diesen Link zu OpenSea, guck dir mal an, was es da so gibt und so. Aber natürlich fehlte mir völlig das Verständnis, wie kommt man da rein, wie macht man Klar. das, wie funktioniert das irgendwie. Und dann habe ich auch also als erstes so gedacht, okay, das wäre interessant, da müsste man sich was ausdenken. Und was ich sofort gesehen habe oder gewusst habe, war, man müsste irgendeine Art Serie haben. Also irgendetwas, eine Serie von Artworks. Ich habe dann tatsächlich so eine Idee gehabt, die ich überhaupt nicht weiterverfolgt habe heutzutage. Das kann man, wenn man auf meine Artstation-Seite geht, kann man, da sieht man, was ich so die letzten Jahre übrigens gemacht habe in 3D. Das ist quasi sozusagen meine Ausbildung. Da sind nur ein paar wenige Sachen dabei, die ich dann wirklich als kommerzielle Aufträge gemacht habe. Das meiste sind so Fingerübungen für mich, wie ich also angefangen habe, Blender zu lernen, 3D zu lernen und so. Und das habe ich immer auf Artstation hochgestellt, eigentlich mehr so für mich, damit ich mein Archiv sozusagen habe. Naja, und jedenfalls kam ich dann auf diese NFT-Sache und das hat mich interessiert. Und dann habe ich aber auch gedacht, naja, kann ich mir nicht leisten, weil ich müsste ja erstmal eine tolle Serie machen, die Leute überhaupt interessiert. Und wie kriegt man dann überhaupt Aufmerksamkeit? Ne? Weil das ist ja halt auch so ein Ding. Du kannst ja machen, was du willst, wenn es die Leute nicht mitkriegen. Ja, klar. Ist wert irgendwie. Und so ist das Interesse da so ein bisschen eingeschlafen. Dann habe ich halt an einem Kinofilm mitgearbeitet und dann jetzt bis vor 3 Monaten an einer TV-Serie. Und habe aber Anfang des Jahres durch Zufall eigentlich. Und zwar durch den Zufall, dass der Flo, den du ja auch kennst, das Coding gemacht hat für die Galactic Tavern, der ist ein Freund von meinem Neffen. Und mein Neffe, der hat zu mir gesagt, der hat einen Kumpel, der macht da so in Krypto und NFT und so ganz modern und so. Ihr müsstet euch mal austauschen. Mhm. Ja, und zu Flo hat er gesagt, mein alter Onkel, der kann total lustige Sachen zeichnen. Ihr müsstet euch mal kennenlernen. Irgendwie. Und irgendwann haben wir uns mal kennengelernt. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen und haben überlegt, was könnte man denn zusammen machen? Wie könnte man denn diese 2 Welten sozusagen verbinden? Ja, ja, klar. Das ist ja auch das, was sich ja gerade auch so entwickelt, ne? Die Künstler, für die NFTs einfach was Neues aktuell bietet, die tun sich aktuell halt mit den IT-Lern, Programmierern und so zusammen und kreieren da was gemeinsam, ne? Also das entsteht halt wirklich gerade so, wie du es erklärt hast, ne? Ja, genau. Und das war genau dieses Ding, was Flo und ich einfach gesehen haben, dass wir gedacht haben, oh, wir haben uns beide was zu erzählen irgendwie. Wir haben beide spannende Sachen und wir können uns beide sozusagen ergänzen in dem, was wir machen. Also wir haben dann angefangen, Galactic Tavern war tatsächlich eins der ersten Sachen, aber es ist kein Projekt von mir. Also Galactic Tavern gab es schon und die haben quasi nach dem Künstler gesucht. Und das war so eine der Sachen, die Flo mir vorgeschlagen. Ich habe dann ein paar andere Ideen von mir, weil ich halt auch nicht nur kreativer bin, sondern ich bin auch gerne Creator. Also ich möchte gerne auch den Content schaffen sozusagen. Und ich habe ein paar Ideen, die ich mit Flo realisieren möchte. Mal sehen, wie viel davon wir umsetzen. Aber eine Sache ist zum Beispiel The Clones. Das ist sozusagen parallel zu Galactic Tavern entstanden. Wir sind aber noch nicht so weit, sondern das ist immer noch in Arbeit. Es gibt aber schon die Website the-clons.com. Kann man gerne mal drauf gucken. Ja, ich werde das Ganze in die Shownotes packen, dann haben die Leute auf jeden Fall die Möglichkeit, das, was du mir zukommen lässt, da auf jeden Fall sich mal was anzuschauen, definitiv. Ja, und ich habe einen hammergeilen Teaser gemacht für The Clons. Den kann man auch auf YouTube sehen. Okay. Das ist also ein Projekt, was Flo und ich noch an der Angel haben. Und bei der Galactic Tavern, wie gesagt, war es halt so, dass die diese Idee hatten, das zu machen.
und Flo mich dann gefragt hat, ob ich Bock hätte, das da mal zu versuchen. Und das war dann eine Herausforderung für mich, weil ich eben, also ich bin ja als Trickfilmer, bin ich das ja gewohnt, dass es nicht nur darum geht, irgendwie eine Figur zu zeichnen, sondern diese Figur muss Funktionalitäten erfüllen. Ne? Wie ich das vorhin gesagt habe, man muss ein Design machen und so. Und es gibt einfach technische Anforderungen, die diese Zeichnung erfüllen muss. Und bei den NFTs ist es ja genauso. Das, was wir bei Galactic Tavern gemacht haben, war, ich musste mir quasi ein Raster von einer Figur bauen, damit die Sachen auswechselbar sind. Damit also das Hemd, was der eine trägt, muss dem anderen genauso passen. Klar, dass die Kollektion natürlich kommt, ne, aber jeder für sich halt einzigartig ist. Ne? Genau. Und das war natürlich eine Herausforderung, die hatte ich so bisher noch nicht gehabt. Fand ich aber sehr interessant. Haben wir anfänglich auch ein paar Fehler gemacht. Also eine Sache kann man sogar sehen, dass ich irgendwann die Handhaltung war am Anfang ein bisschen höher. Man hat ein bisschen was vom Unterarm gesehen. Und da haben wir aber gemerkt, dass das sehr problematisch ist, weil das oft so ist, dass der Unterarm dann nicht mehr zu der Kleidung, die am Körper ist, gepasst hat. Und die Lösung war einfach, die Hand runterzunehmen, dass wir den Arm nicht mehr sehen. Ne? Und dann habe ich die Hand ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Jetzt prosten sie einem auch noch zu. Also ich finde, das ist eine deutliche Verbesserung, die durch etwas entstanden ist, wo wir gesagt haben, da müssten wir dann irgendwie für jedes Outfit und jede Hand, weil ja die Hände auch unterschiedlich sind, was Neues machen und so. Und so haben wir uns da halt so hinentwickelt, um, wie ich finde, eine ganz, ganz lustige Kollektion zu machen. Was bei den Galactic Tavern Aliens tatsächlich ist, ist, es ist alles handgezeichnet. Die Hintergründe, die sind aus meinem 3D-Model, was ich ja auch gebaut habe. Also ich habe ja auch die Galactic Tavern als Raumstation, sowohl innen als auch außen gebaut. Genau, also nur mal kurz zur Erklärung. Ne? Also Galactic Tavern ist halt das NFT-Projekt, worüber wir jetzt reden, was halt quasi jetzt gelauncht wurde. Der Mint hat stattgefunden, es ist revealed worden und das Ganze findet halt jetzt statt. Ne? Ja, genau. Und also richtig. Und jedenfalls sind alle Trades und alle Figuren komplett handgezeichnet von mir. Also das ist noch was, wo ich dann wieder einen Stift, natürlich digital, aber trotzdem habe ich einen Stift in die Hand genommen und habe das gezeichnet. Das fand ich ganz schön. Das The Clones ist ein 3D-Projekt. Das sind 3D-Figuren, die aber auch sehr witzig sind und wo es auch so einen besonderen Pfiff bei der Sache gibt und so. Mhm. Wie gesagt, das ist das, woran ich mit Flo arbeite, was wir jetzt machen. Wir haben ja auch einiges an Partnern für die Galactic Tavern. Da sollen ja dann so Sachen passieren wie wirkliche Real-Life-Events. Ne? Also es gibt jetzt am 24.09. in Berlin so eine Veranstaltung, wo dann tatsächlich eine Galactic Tavern aufgebaut ist, wo man dann, wenn man NFT-Besitzer ist, einen Freidrink bekommt und solche Sachen. Also das, da haben die schon so einiges geplant. Ja, definitiv. Also das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt heute dann die Folge zusammen aufgenommen haben, weil ich bin ja auch ein Teil des Projektes mittlerweile geworden von Galactic Tavern, weil Flo mich halt einfach mal angeschrieben hatte. Wir hatten auch Kontakt bekommen, weil ich ihn angeschrieben hatte aus anderen Gründen, die auch noch nicht spruchreif sind, aber auf jeden Fall kam dadurch der Kontakt zustande und er hatte mir halt erklärt, dass er mit dir halt ein Projekt von der NFT-Kollektion einst ja sogar 10.000 NFTs vorliegen hat und aktuell noch nicht so weiß, damit umzugehen. Ne? Und da hatte ich ihn halt, weil die Marktsituation halt aktuell, wie sie halt dargestellt ist, sehr, sehr viel auf Free Mints gegangen ist. Ne? Also wir hatten halt den Hype, der war weg und dann kamen die Goblins zustande und durch die Goblins kam es halt in den Markt, wurden Free Mints halt reingespielt und man hat halt gesehen, dass diese NFTs an Free Mints möglicherweise auch was generieren können, wovon man gar nicht vorher ausgegangen ist. Also es war ja wirklich vorher so, dass ein Projekt aufgezogen wurde, es wurde eine Community gebildet, das Projekt wurde vorgestellt und so hat sich das Ganze dann bis zum Mint halt fortgesetzt und der Mint war dann quasi so das Highlight. Das hat sich aber in den letzten Wochen ein bisschen geändert. Jetzt ist es eher so schon fast, dass ein Projekt einfach auf den Markt geworfen wird, Free Mints, so wie es jetzt halt auch hier bei Galactic Tavern der Fall war, und sich daraufhin
quasi die Community ein bisschen gebildet hat, weil einem die Art gefallen hat oder aus möglicherweise anderen Richtungen, weil jemand davon Wind bekommen hat durch einen Freund oder so. Und so hat sich das Ganze natürlich jetzt so langsam oder hat das jetzt am Wochenende halt stattgefunden. Ne? Und das ist der Grund, warum wir dann jetzt halt auch gesagt haben, das Projekt, das läuft. Das hat der Min fand jetzt gerade statt, Revealed fand statt. Also wer sich das natürlich anschauen möchte, OpenSea, die Kollektion ist vorhanden. Das Projekt ist mittlerweile halt revealed worden. Und jetzt fangen wir quasi an, in dem Sinne das Ganze jetzt zu planen. Wie du gerade schon gesagt hast, das erste Real-Life-Event ist jetzt auch festgelegt worden auf dem 24.09. Es wird Utilities geben mit Free Drinks, möglicherweise sogar noch viel mehr. Da sind wir ja echt gerade dabei, richtig, richtig viel was aufzuziehen. Und da hatte ich Flo halt auch den Rat gegeben, weißt du was, die aktuelle Marktsituation ist einfach so, dass diese Free Mints halt eher gerade funktionieren, als sich jetzt eine Community aufzubauen. Es ging ja auch ein bisschen so darum, dass er gesagt hat, die liegen gerade so ein bisschen rum und als ist ja alles neu, wie du auch schon gesagt hast und so. Und so kamen wir halt dann auf die Idee, das Ganze jetzt zu machen. Ja, fand ich cool. Was ich auch cool fand, war, dass es innerhalb von 18 Minuten ausgemintet war. Das war ja das erste Mal für mich, dass ich sozusagen Teil eines Projekts war, wo gemintet wurde. Und nach 18 Minuten ist wohl nicht so selbstverständlich, wie ich gehört habe. Wie gesagt, ich habe da sowas noch nicht mitgemacht. Aber das fand ich schon gut. Also ich bin da auch sehr gespannt und ich habe ganz tolles Feedback teilweise auf Discord auch gekriegt von den Leuten. Das ist ja für mich als Künstler auch immer so eine Sache. Ne? Also gerade als Comiczeichner oder Illustrator kriegst du ja nie mit, wie und ob das den Leuten gefällt, was du machst. Ne? Außer halt quasi in der Öffentlichkeit durch dann einen Kinofilm, durch Einnahmen oder was weiß ich vielleicht. Ne? Aber jetzt hast du halt, und das ist ja auch das, wo viele Künstler gerade aktuell halt das sehen, dieses Feedback, was du halt wirklich bekommst, wenn das halt entsteht mit NFTs halt. Ne? Ja, genau. Das fand ich schon toll, dass da Leute gesagt haben, dass sie das toll finden, dass sie den Detailreichtum mögen und so. Und es macht schon Spaß dann, sowas zu machen, wenn man da so ein gutes Feedback bekommt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eine Frage, die eigentlich jeder hier schon zu Beginn der Folge eigentlich beantworten muss, aber ich bin jetzt mal gespannt, ob du sie überhaupt beantworten kannst, weil du ja gesagt hast, das war dein erstes NFT-Projekt. Und zwar ist die Frage, what's in your wallet? Hast du schon eine NFT-Wallet wie MetaMask und so vorher gehabt und auch schon NFTs vorgemintet? Oder war das jetzt wirklich so, dass du als Creator, als Artist das erste Mal jetzt Berührung damit hattest, indem du deine eigene Kollektion gedroppt hast und vorher eigentlich noch gar keinen Kauf oder irgendwas anderes anderweitig getätigt hattest? Ist tatsächlich so. Also okay. Ich hab tatsächlich auch mitgemintet. Man durfte ja 3 pro Wallet machen. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich es habe. Also das ist cool. Das erste, was in meiner Wallet ist, ist dein eigenes Projekt. Genau. Ja, das ist, also ich glaube, das ist auch nicht häufig, sag ich dir ganz ehrlich. Also das finde ich auch cool. Und NFTs werden nicht mehr verschwinden. Das ist ja wirklich das Krasse. Das wird jetzt auf der Blockchain einfach leben und uns auch überleben. Ne? Und es ist einfach jetzt, also für dich wahrscheinlich auch schön zu sehen, dass deine ersten NFTs, die du in deiner Wallet hast, einfach so deine eigenen jetzt auch sind. Ne? Also das stelle ich mir auf jeden Fall ganz cool vor. Das fand ich ganz lustig. Hatte ich auf dem Discord einen ganz lustigen Post, weil jemand da so eine Figur, es gibt so zum Trade so eine Brille mit so einer Elvis-Locke irgendwie, und dann gibt es ja auch so ein Elvis-Jackett und so, und da hat jemand ganz stolz so seinen Elvis gezeigt, und dann habe ich einen gezeigt, den es nicht zu minten gab, den ich mir, weil ich ja natürlich die ganzen Einzelteile habe, den ich mir selber zusammengestellt habe irgendwie. Fand ich ganz lustig, so jeder zeigt seinen Elvis. Ja. Du, Robert, bevor wir zum Abschluss kommen, eine brennende Frage, die mich noch interessiert, deine persönliche Einschätzung. Was hältst du allgemein von diesen Profile-Pictures, Bored Apes, und wo siehst du die Zukunft der Kunst NFTs? So jetzt mal vielleicht so kurz zusammengefasst, was du da so siehst. Also, wie gesagt, Insider-Wissen und solche Kenntnisse habe ich nicht. Ich habe einen ganz naiven Blick
da drauf. Deswegen finde ich das einfach mal ganz schön auch von dir, weil du einfach jetzt schon so lange in dem Space, also in diesem kreativen Künstler-Space bist, interessiert mich einfach jetzt mal so deine wirklich ja objektive Meinung zu solchen Sachen ohne finanziellen Background und so, was du von Bored Apes, von Profile Pictures, die ja halt wirklich für zig Millionen teilweise über die Theke gehen, was deine Einschätzung ist und auch was da so in Zukunft möglicherweise mit passiert. Also erstens würde ich sowas natürlich selber gerne auch kreieren. Ne? Ja, klar. Das ist schon mal klar. Nee, aber ich sehe es tatsächlich für mich, also mal ganz unabhängig davon, ich kann da keine Prognose machen, aber für mich sehe ich es als eine total neue, es ist quasi eine neue Welt, in der ich aktiv sein kann. Wie gesagt, ich rede jetzt als Creator, nicht als Consumer. Als Creator ist es für mich so, dass ich denke, da gibt es ganz viel. Ich habe eine Idee, die ich auch mit Flo verfolgen werde, die dann tatsächlich eher noch in so eine Richtung Comic erzählen über NFTs, als nur Profilbilder machen geht und so. Also ich glaube, da gibt es ganz viele neue Möglichkeiten und ich sage von mir immer, ich bin ein alter Hund, der neue Tricks lernt. Also I'm an old dog learning new tricks ist glaube ich, steht irgendwo unter meinem Profil. Ich weiß gar nicht, ob bei Twitter oder ArtStation oder weiß ich nicht, egal. Und das finde ich spannend, dass es so neue Möglichkeiten gibt, Sachen auszuprobieren. Und was da natürlich das absolut Tolle ist, das ist, dass man sich quasi als Künstler selbst ausdrücken kann, so wie man will. Wenn ich in einer Trickfilmproduktion arbeite, dann gibt es immer einen Produzenten, einen Regisseur, Geldgeber, wer noch alles, die alle mitreden wollen, die alle berechtigterweise natürlich auch ein Mitspracherecht haben. Und als Creator von einer NFT-Kollektion, natürlich macht man auch das nicht alleine. Ne? Also wir sind ja quasi auch in einem Team jetzt. Aber ich glaube, also erstens sind die Kompetenzen besser verteilt, weil ich quatsche dem Flo nicht in sein Coding rein und er quatscht mir nicht in meine Zeichnung rein. Ja. Der kann natürlich Wünsche äußern, das haben wir auch gemacht. Aber der würde ja nie sagen, nee, das finde ich so nicht gut, mach die Augen anders oder so. Ne? So wie es im Trickfilm aber passiert, wenn du irgendwas designst und dann kommt der Regisseur und sagt, nee, ich will das ganz anders haben. So. Und insofern finde ich das erstmal toll, dass man sozusagen eine Möglichkeit hat, sich auszuleben, auszudrücken, irgendwas zu erzählen und erstmal völlig frei ist von irgendwelchen Fesseln. Es wird sich dann zeigen, wie es bei den Leuten ankommt, weil das ist ja immer so. Der letzte Entscheider ist immer das Publikum. Wenn das Publikum rausgeht, weil sie gelangweilt sind, dann hast du was falsch gemacht, ganz klar. Mhm. Ne? Aber du hast eben die Chance, dem Publikum was Neues zu zeigen, was sie nicht schon 1000 Mal gesehen haben. Und vielleicht wird das sogar nicht von Anfang an verstanden. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, habe ich noch nie gehört. Also es ist in der Musik und in der Kunst und überall das Gleiche. Wenn du etwas machst, was ganz Neues, verstehen die Leute das erstmal. Ist ja einfach aktuell so, dass wir sind einfach ja so früh dran und das wird auch noch Jahre dauern, bis das irgendwann überall angekommen ist oder ansatzweise bei dem größten Anteil. Und so lange müssen wir uns leider noch dazu mit zufrieden geben, dass das auf sehr viel Abneigung trifft. Ne? Aber die Vorteile und alles hast du natürlich gerade erwähnt. Ne? Ja, und für mich, weißt du, das ist halt auch so ein Ding. Ich kann von mir behaupten, dass ich in meinem gesamten Berufsleben eigentlich immer Sachen gemacht habe, auf die ich Bock hatte. Weißt du? Es hat mir immer Spaß gemacht. Es gab Probleme, es gab Sachen, die anstrengend waren. Ich habe als Art Director an einer TV-Serie gearbeitet, wo es extrem stressig war und wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, nach der ersten Staffel, ich bin jetzt raus, obwohl ich noch für die zweite Staffel hätte mitarbeiten können. Da habe ich mir dann was anderes gesucht. Was aber nicht schlimm war, weil bis dahin hat mir das Spaß gemacht und das ist natürlich auch eine Freiheit, dass ich so als Künstler sage, ich verkaufe das, was ich kann, also mein Talent, so man es so bezeichnen will, aber immer nur freiwillig. Ich muss das nicht machen, weil dann suche ich mir irgendwie was anderes oder ich guck mal, hat bei mir immer geklappt in den letzten 30 Jahren, so dass ich immer was gemacht habe, aber dieses Gefühl, immer richtig Bock drauf gehabt zu haben. Und jetzt kommen wir mal, um den Kreis mal zu schließen, wieder auf Galactic Tavern. Das wurde mir angetragen. Da wurde gesagt, wir haben da eine Vorstellung, wir bräuchten das und das. Und ich habe sofort Bock gehabt, das zu machen.
und ich habe sofort die Charakter entwickelt und die ersten Zeichnungen gemacht und habe sofort ein tolles Feedback bekommen von allen, die mit dran gearbeitet haben, die gesagt haben, wow, genau so, das finden wir toll irgendwie. Und das hat einfach, das macht einfach Spaß. Und glaube ich, ist als Perspektive für die nächsten Projekte, dass man einfach mit Leuten, die alle Bock drauf haben, was macht. Und dann muss man sehen, wie es bei den Leuten ankommt. Weißt du, ich habe immer ein bisschen, ich glaube daran, dass sich sowas, wenn man mit Liebe und Enthusiasmus was macht, ich glaube, das spüren die Leute. Das ist ein Geist, der da reingeht, den andere spüren können. Ja. Und damit hast du eine Chance, was zu schaffen, was anderen Leuten auch gefällt. Eine Garantie, dass es so kommt, gibt es nie, aber man hat eine gute Chance. Sehr schöne Abschlussworte, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich hätte es gar nicht besser jetzt sagen können, weil genau diese Worte, die du gerade gesagt hast, fühle ich auch. Bei mir ist das genauso. Die Leute, ich mache mittlerweile auch wirklich diesen täglichen Content, dieses Programm hier, diese Show und noch viel, viel mehr. Und diese Wertschätzung, die man wirklich bekommt, wenn die Leute wissen oder merken, dass man mit Herzblut da dran ist, dass man das leidenschaftlich macht, das kommt auch authentisch und dann rüber, und dann bin ich auch der Meinung, funktioniert das auch. Die Garantie hat man natürlich nicht, aber auf jeden Fall, wie du sagst, es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn man gezwungen wird, was zu machen, was einem gar nicht gefällt, ne? Robert, es hat mich mega gefreut. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ja, muss ich ehrlich sagen, wirklich sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt und freue mich auch mit dir und Galactic Tavern in Zukunft, dass da noch mehr kommt, vielleicht sogar anderweitig sogar noch mehr. Das ist noch nicht alles spruchreif, aber mal schauen. Robert, hast du noch abschließende Worte? Das letzte Wort hast du auf jeden Fall an die Zuhörer. Also allen Zuhörern vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Und ja, wir sehen uns in der Galactic Tavern. Genau, 24.09., wer dabei sein möchte, Galactic Tavern, NFT, und dann würden wir uns in Berlin sehen und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da den einen oder anderen auf einen Free Drink einladen können. Ja. Dementsprechend schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All in NFT. Die Links zu allem findet ihr in den Shownotes. Dementsprechend wünschen wir beide euch einen schönen Tag und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.